Hallo Welt, da sind wir wieder hier in der Nähe vom Winterfeste, da liegt es noch unter uns und wir gehen eigentlich einer Quest nach, dann aber doch irgendwie wieder nicht. Wir müssen, glaube ich, über diesen Berg hier, nur wir laufen erstmal so ein wenig herum, oder? Ach, irgendwie nicht. Doch, wir haben hier die Entschlüsselung des Übernatürlichen, wie wir in der letzten Folge schon festgestellt haben. Und ja, irgendwie glaube ich schon, dass wir über den Berg müssen. Oder müssen wir in Richtung Winterfeste? Ich glaube, da hinten geht es gar nicht rüber. Aber von da sind wir doch gekommen. Ja, aber dann geht es Richtung Winterhelm. Oh, wir werden erfrieren, wenn wir uns hier nicht einig werden. Oh, Moment mal. Genau. Wir können jetzt ganz elegant hier reisen. Ich wollte nur gucken, ob das auch alles geht. Nicht so schnell. Hier ist verkehrsberuhigte Zone. Ein bisschen langsamer hier. Ja, ein bisschen schneller geht schon, oder? Aber nicht, dass wir das Huhn noch aufscheuchen. Mensch, wo habt ihr denn hier? Ihr habt bestimmt irgendwo habt ihr hier einen Hackklotz versteckt. Wir bräuchten so etwas wie Feuerholz, aber ihr habt nichts hier. Ich sehe das schon. Müssen wir etwa hier entlang? Können wir überhaupt hier entlang? Ja, wahrscheinlich müssen wir sogar hier entlang. Nur weil es eleganter war. Ich wollte gucken, was das Eisenerzader ist. Das. Naja gut, komm, wir gehen zu Fuß, Serana. Dann können wir ein bisschen quatschen, oder? Du nimmst ja kein Pferd. Wer hat das eigentlich gebaut? Hey, Moment mal, wer hat das eigentlich kaputt gemacht? Wie kann das eigentlich halten? Stabil gebaut. Oh. Porkas. Ah, ein Seelöwe. Oder ein Seegepard. Oder ein Seeschnee. Ein Schneesäbelzahntiger. Ein Seeschnee? Ein Schneesee. Hallo, du gehörst uns. Wer ist da? Oh, wir haben vergessen, die Seele jetzt. Wir müssen unbedingt den anderen Bogen mal nehmen. Ach, jetzt ist zu spät. Müssen wir dran denken demnächst. Ausnehmen. Jägergildenpunkte. Die brauchen wir. Ausweiten. Ich glaube, wir sollten eher größere Tiere ausnehmen. Die Kleinen, die bringen, glaube ich, jetzt nicht mehr so viel. Ach ja, wir haben Hunger und Durst. Richtig. Scheinbar müssen wir aber doch irgendwo hier lang. Ach, doch nicht durch das kalte Wasser. Oh, hier gibt es, glaube ich, viele Perlen, wenn man hier mal ins Wasser fällt. Ach, das schaffen wir schon. Hier gibt es doch bestimmt so eine Art Weg oder so etwas. Wow. Ob die friedlich sind? Kann man die streicheln? Oh nein, wenn ich so etwas schon frage, dann lassen wir es lieber. Nein! Oh, das war aber mal knapp. Und geschafft. Nein, nein, oh nein. Ich dachte schon, wir wären da irgendwie ins Wasser geraten. Hey, das ist weiter als ich dachte.
Ein Nierenwurz. Warum sammeln wir eigentlich keine Nierenwurze? Ach, darum. Ja, ich verstehe. Ja, damit ist doch auch irgendwas Wichtiges gewesen. Später noch. Da geht's aber richtig zur Sache. Die haben da einen Feueratronarchen. Und oben auf der Brücke wird auch schon gekämpft. Oh, schön. Oh nein, Serana, ist dir nicht kalt? Du bist schon ganz eingefroren. Wir diesmal nicht. Echt, wir müssen noch weiter springen. Entwickelt sich das hier zu einem Jump and Run? Nein, 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 nein. Hier kommen wir nicht drüber. Wir müssen außen rum. Da müssen wir rum. Oh nein. Ja, wir könnten auch durchschwimmen, aber wir haben ja kein Feuerholz gefunden, also. Ja, wir haben Holz dabei. Aber ich wollte am Hackklotz doch etwas machen, damit wir mehr haben oder besseres oder damit wir ein prasselndes Feuer machen können. So, so, und dann nehmen wir also, zur Strafe nehmen wir gar nichts mit. Wir hätten ja einen Jäger suchen können. Der hätte bestimmt das ein oder andere Stück Feuerholz dabei. Aber nein, wir mussten ja jetzt los, unvorbereitet schon wieder. Das ist nicht gut. Wir werden erfrieren und alles mögliche andere noch. Anderer Bogen. Schnell, schnell, schnell. Ganz alleine? Der ist wohl ganz alleine. Ich weiß noch, liebe Welt da draußen, das war ein Abenteuer, als ich zum ersten Mal den Titel durchlaufen bin. Und dann hier in die Gegend kam und, oh, guck mal da, Robben. Wie schön, können wir die streicheln? Ich bin da hingerannt. Und da war nicht eine, da war auf einmal der ganze Strand voll. Überall. Die sind von überall gekommen und sind mir gefolgt. Ich habe ohne Modifikation am Anfang natürlich beim ersten Mal gespielt und die kamen von überall. Ich konnte mich gerade noch auf irgendwelche Berge oben retten, aber dann gingen mir die Pfeile aus. Ich glaube, die Situation hatten wir hier auch schon mal so ähnlich mit bezahlten Schlägern oder so etwas raufbolden. Ja, und das ist meine Erinnerung immer an die Hawker. Wenn ich die jetzt sehe, dann weiß ich, ja, nee, die kann man nicht streicheln. So gut. Vielleicht später mal. Im Moment lieber nicht. Ich weiß gar nicht. Ja, oder wir wollten die streicheln. Ich glaube, wir wollten die schon erschießen und da hatten wir dann eine Familie, dann sind wir durch den nächsten, dann waren die gegen uns. Ach, da war der ganze Strand war auf einmal voll mit den Dingern. Alle waren sie gegen uns und haben uns gejagt. Und wir haben es gerade noch da oben rauf geschafft. Und da gab es auch einen Speicherpunkt, der nicht ganz so rosig war. Darf ich das? Noch mehr? Nein. Ein bisschen schwimmen werden wir wohl müssen, oder? Bricht das Eis hier ein oder ist das, hält das uns? Das hält uns. Oh. Einfach ganz schnell hier rüberspringen. Ach, da ist das Boot. Warum? Ach, wir haben ihn schon gefunden. Da ist das Boot. Warum haben wir denn nicht gleich das Boot genommen? Naja, weil es hier ist und nicht da drüben. Wie hätten wir das dann nehmen sollen? Rüberfliegen? Die Dunkelheit macht mir nichts aus, aber ich habe wirklich mehr als genug Zeit in Höhlen verbracht. Das ist doch mal was Neues für dich. Guck mal, alles Eis und guck mal, wie niedlich klein die ist. Das wird nicht groß sein dahinter. Das ist ein ganz kleines Ding wahrscheinlich. Wir gehen mal rein, liebe Welt da draußen. Und lassen uns mal überraschen hier. Alles gut? Schön blau-hell. Ja, das gefällt mir. Ich bin da nur in die Ecke. Ich wollte nur gucken, wie es da ist, so in der Ecke. War langweilig, deswegen schnell wieder weg von da. Hallo! Ich weiß, wer du bist. Streamer in der Anderwelt. Ich werde eure verlorenen Geheimnisse lüften und mich in eure Tiefen emporschwingen. Du hast das Buch gelesen, oder? Die Schriftrollen? Kannst du mich sehen überhaupt?
Ich weiß auch nicht. Ja, ganz. Als das oberste Stockwerk gebaut wurde, konnten keine weiteren hinzugefügt werden. Es war und ist die höchste Spitze. Der ist total weise. Der erzählt so schlauszeugig. Oh nein, wir können hier nur stehlen. Boetias Prüfung, auch daran erinnere ich mich irgendwo. Aber ich weiß nicht mehr, was dahinter steckt. Du, Serena, hast du was zu sagen übrigens? Braucht ihr etwas? Du hast nichts zu sagen, oder? Nein. Okay, Septimus Signus. Wie lange wird es gesungen werden? Meine Füße standen auf dem Felsen, doch er wurde zu Schlamm und zog mich hinunter. Widerlich. Ich habe erfahren, dass ihr euch mit... dass ihr mir den Schriftrollen der Alten... Nein, Moment mal. Was habe ich erfahren? Ich habe erfahren, dass ihr euch mir den... Ich fange nochmal an. Wisst ihr, was ich erfahren habe? Ich habe erfahren, dass ihr euch mit den Schriftrollen der Alten auskennt. So, jetzt habe ich es aber. Die Schriftrollen der Alten. In der Tat. Die Kaiserlichen haben sich mit ihnen davon gemacht. Das glauben sie zumindest mit jenen, die sie sahen. Mit jenen, die sie zu sehen glaubten. Ich kenne eine davon. Vergessen ist sie. Isoliert. Doch dorthin kann ich mich nicht begeben. Nicht der arme Septimus, denn ich bin darüber hinausgewachsen. Und? Wo ist diese Schriftrolle? Hier. Nun hier. Das heißt auf dieser Ebene. Mundus Tamriel. In der Nähe, relativ gesehen. In kosmologischen Maßstäben betrachtet, ist alles in der Nähe. Aha. Könnt ihr mir helfen, die Schriftrolle der Alten zu bekommen, oder nicht? Eine Hand wäscht die andere. Septimus gibt euch, was ihr wollt, aber ihr müsst ihm dafür etwas bringen. Was wollt ihr? Seht dieses Meisterwerk der Dreamer und ihre größten Geheimnisse. Tief darin. Septimus ist ein kluger Mensch. Doch im Vergleich mit dem dümmsten aller Dreamer ist er nichts als ein zurückgebliebenes Kind. Zum Glück haben sie ihre eigene Methode hinterlassen, die Schriftrollen der Alten zu lesen. In den Tiefen von Schwarzweite liegt solch ein Objekt verborgen. Habt ihr von Schwarzweite gehört? Dort, wo Dreamer Städte ihren Schlaf genießen, ragt die Spitze sehnsuchtsvoll und dürrt geheimes Wissen. Ja, ich habe von Schwarzweite gehört, vor kurzem noch in den Kommentaren gelesen, als ich behauptete, oh, es ist ja schwierig, sich im Seelengrab zu verlaufen. Und jetzt sind wir schon... naja, so weit, dass wir danach fragen, wo liegt diese Schwarzweite? Tief unten, an entlegener Stelle, in des dunklen Mark, im Schutz verborgener Welle, beim Turm von Sarg, Alfdant, der Ort des Durchbruchs, des ersten Eindringens, der Erschließung. Steigt ins tiefste Tief hinunter. Schwarzweite liegt sogleich darunter. Doch nicht jeder kann diesen Ort betreten. Niemand außer Septimus kennt den verborgenen Schlüssel. Nur mit diesem kann's gelingen, das Schloss zu öffnen, um unter den Todesfels zu springen. Wie gelange ich hinein? Zwei Dinge habe ich für euch. Zwei Formen. Eine kantig, eine rund. Die runde Form dient zum Stimmen. Die Musik der Dreamer ist leise und subtil. Sie wird benötigt, um ihre raffiniertesten Tore zu öffnen.
Das kantige Lexikon dient der Beschriftung. Für uns ist es nur ein Stück Metall. Für die Dremer eine ganze Bibliothek des Wissens. Doch leider leer. Findet M'Sark und seine Himmelskuppel. Die Apparaturen dort werden die Schriftrolle lesen und den Würfel mit dem Wissen füllen. Vertraut Septimus. Er weiß, dass ihr es wissen könnt. Okay, bevor wir jetzt einfach blindlings loslaufen, was mache ich denn mit dieser Kugel? Die tiefsten Türen der Dremer lauschen dem Gesang. Sie spielt diejenigen Noten, die der Öffnung dienen. Hört ihr es denn nicht? Ist es zu leise für eure Ohren? Ich glaube, die Frequenz nehmen wir nicht wahr. Das können doch nur Fledermäuse, Hunde und Delfine. Vielleicht. Oh, ja gut, was mache ich denn mit diesem Würfel? Ein Blick auf die Welt im Inneren einer Schriftrolle der Alten kann die Augen schädigen. Richtig. Oder auch den Verstand, wie im Falle von Septimus. Die Dremer fanden ein Hintertürchen, so wie immer, um das Wissen zu fokussieren, heraus und hinein, ohne Schaden anzurichten. Legt das Lexikon in ihre Vorrichtung und lenkt den Fokus der Kenntnisse dort hinein. Erglüht es dann in hellem Schein, so bringt es zurück, auf das Septimus von neuem lesen möge. Ja, ich verstehe. Was ist eine Schriftrolle der Alten? Seht ihr nach links, blickt ihr in eine Richtung. Seht ihr nach rechts, blickt ihr in die andere. Doch keine davon wiegt schwerer als das Gegenstück. Doch die Schriftrollen der Alten, im Strom der Zeit, blicken sie nach links und rechts. Zukunft und Vergangenheit sind eins. Manchmal blicken sie gar nach oben. Was sie dann wohl sehen? Was wäre, wenn sie untertauchen? Oh, dann beginnt der Wahnsinn. Ja, ich verstehe nicht wirklich. Aber okay, ich habe schon von dem Vogel gehört, der falsch rumfliegt, und auch von der Eichel, die nicht wachsen will, aber gerade darum wächst. Also ich weiß auch über die Flammen Bescheid und über das Wasser. Wozu braucht ihr nochmal die Schriftrolle der Alten? Ohoho, wie achtsam, wie schlau es ist, Septimus zu fragen. Es? Diese Dremer-Schatulle, betrachtet sie und rätselt. In ihrem Inneren ist das Herz einer Gottheit, euer Herz und meines. Doch es wurde versteckt. Nicht von den Zwergen, wisst ihr. Die waren bereits fort. Es war jemand anderer. Unbemerkt. Unbekannt. Er fand das Herz und dann mit einem Gespür für Ironie bediente er sich zwergischer Tricks, um es wegzusperren. Die Schriftrolle gewährt die tiefe Sicht, die zum Aufsperren notwendig ist. Denn nicht einmal die stärksten Machenschaften der Dremer können der allumfassenden Sicht trotzen, die eine Schriftrolle der Alten verleiht. Soll ich dir mal was sagen, Septimus? Zum Schluss habe ich dann doch den Faden verloren. Ich verstehe das nicht ganz, was du gesagt hast. Könntest du das nochmal wiederholen? Ah, nein, komm, wir machen... Und jetzt? Ach so. Hier durch, oder? M'Sark müssen wir suchen, das kennen wir noch nicht. Alftland, da waren wir schon. Steckt über die Scheiben und schwärzt das Glas. Lass das nicht zu. Wisch das sofort wieder ab, wenn es darum leckt. Okay,
Alftland waren wir. Das dürfte nicht so das Problem werden. Natürlich, mir kommt alles bekannt vor, weil ich da ja überall schon war, aber Zark, da gucken wir mal lieber auf die Karte, wo das ist. Oh nein, die Weltkarte wollen wir doch sehen. Das hier ist viel zu viel für mein Gehirn. Okay. Zark, warum vermute ich es hier irgendwo in der Nähe von Adensiel wohnt? Ich weiß es nicht. Zark ist bestimmt irgendwo ganz anders. Ich habe es gerade verwechselt mit Anselwund. Heißt das Anselwund? Anselwund, ja. Ach, wir haben doch einen Questmarker. Ja, aber ich dachte, ich finde das so. Ein bisschen nachdenken. Nein, 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 nein. Wir werden schon den Questmarker benutzen. Wo ist er denn? Hey, der ist gar nicht... Doch, der ist da. Alftland. Alftand heißt das außerdem. Alftand. Zark. Aber ich würde ganz gerne erst am Zark finden. Moment mal. Müssen wir da überhaupt hin? Ja, die Entschlüsselung des Übernatürlichen. Ich bin einem gewissen Septimus Signus begegnet, einem ebenso genialen wie verrückten Gelehrten, der in den nördlichen Eisfeldern lebt. Er hat mich zu einem Zwergenobservatorium geschickt, in dem sich die eine Schriftrolle der Alten befinden soll. Die Rolle selbst ist ihm egal, aber ich soll dort mittels einer Maschine, deren Inhalt in ein zwergisches Lexikon übertragen und ihm zurückbringen. Also ich soll den Inhalt dieser Maschine soll ich übertragen. In das zwergische Lexikon. Das ist so ein Würfel. Ich weiß schon, wie lange wir den damals mit uns herumgeschleppt haben. Überschreibe das Lexikon. Ja, ja. Ach, die Schriftrolle. Das ist doch keine Hauptquest, oder? Ura Groschub ist auf der Suche nach Schriften des Erzmagiers Schalidor, um sie zum Nutzen der Akademie zu übersetzen. Er hat mich gebeten, ihm ein weiteres Exemplar zu beschaffen, aber nicht nur das. Finde Schalidors Schriften. Ich glaube, wir sollten auch irgendwelche... Wir sollten für ihn auch irgendwelche Schriften über Gärten oder so etwas... Ja, die hängenden Gärten hier, das sollten wir auch noch finden. Oh nein, wir haben die Insektenfallen hier ja noch stehen. Ach, da sieht man das. Deswegen die Markierung. Na, vielleicht sollten wir die Sachen mal einsammeln. Noch keinen Bärenpelz für Angie gesammelt? Oh. Ja, Nebenquests haben wir auch ganz viele. Ich bin dafür, dass wir das hier jetzt noch ein bisschen weiter verfolgen und dass wir uns dann doch mal um die Nebenquests kümmern. Guck mal, das ist doch gar nicht so weit von hier oben nach da. Das sind 10 cm hier vielleicht. Dürfen wir dein Boot benutzen? Hey, können wir hier oben rein vielleicht? Ah, du hast hier irgendeinen schlauen Mechanismus stehen und ist dir nicht kalt? Nur, das ist so eine Art Iglu. Du hast nur eine Kerze, du hast kein Bett und nichts hier. Ach, jetzt dürfen wir es lesen. Boetias Prüfung. Ja, da lesen wir uns doch mal ein. Boetias Prüfung. Der folgende Bericht ist wahr. Möge er denen, die Ohren zum Hören und Herzen zum Wissen haben, als Warnung dienen. An einem gewissen Tage, zu einer gewissen Stunde, versammelten sich die Gläubigen, um gewisse Rituale durchzuführen, in der Hoffnung, einen Blick auf ihre Herrin erheischen zu können. Der Tag war richtig, die Beschwörung wahrhaftig. Der Schleier wurde zerrissen und sie erschien höchstpersönlich vor ihnen, furchtbar und herrlich. Sie war in Ebenerz gekleidet, schwärzer als die mondlose Nacht und führte eine Klinge, die heißer brannte als die Oberfläche der Sonne. Und obwohl sie in der Form einer Kriegerkönigin der Dunmer erschien, erhob sie sich vor ihnen wie eine Statue, die aus dem Roten Berg selbst gehauen wurde. »Warum hört ihr mich?« Überrascht beteten die Ersten unter ihnen,
Oh, Boetia, Fürstin der Heimtücke, Täuscherin der Nationen, Königin der Schatten, Göttin der Zerstörung, wir sind gekommen, um euch zu huldigen. Sie blickte auf ihre Anhänger, die sich versammelt hatten, um Zeugnis abzulegen. Missbilligend fragte sie den Ersten: Sprecht, der ihr mich zu kennen behauptet, wie soll ich euch kennen? Eingeschüchtert sprach er: Ich bete euch jede Nacht an, und jede Nacht rufe ich euren wundervollen Namen. Sicher müsst ihr den Klang meiner Stimme erkennen. Die Stimme eures unterwürfigsten Dieners? Sie legte die Stirn in Falten und seufzte. Und da war er plötzlich verschwunden. Die Luft ihrer Lungen hatte ihn aufgelöst. Sie wandte sich an den Zweiten und fragte: Und ihr? Welchen Wert soll ich eurer Existenz beimessen? Von ihrer machtvollen Stimme betäubt, verbeugte er sich vor ihrem immer finsterer werdenden Antlitz. Sie klatschte in die Hände und auch er war verschwunden. Zum Dritten: Und ihr? Sagt mir, wie soll ich euch von jenen, die nicht mehr sind, unterscheiden? Erschüttert und im Angesicht der Auslöschung seiner Brüder sprachlos, flüsterte er: Habt Gnade mit uns! Sie blinzelte zweimal, einmal und ergrimmte sich vor Schmerzen, zweimal und er war verschwunden. Sie warf einen vernichtenden Blick auf die Verbliebenen und sprach: Ich gewähre keine Gnade. Und so ging es weiter. Sie stellte sie alle zur Rede, doch sie hatten nichts zu sagen. Schließlich kam sie zu mir, die Augen voller Wut, die Zunge geifernd vor Hass, und sprach: Von meinen Anbetern verbleiben nur noch zwei. Sagt mir, Vorletzter, womit wollt ihr eure Existenz beweisen? Ohne zu zögern, zog ich meine Klinge, stieß sie dem, der neben mir stand, in die Brust und antwortete ohne Furcht: Fragt ihn, dessen Blut jetzt meine Klinge benetzt, ob ich existiere. Sie lächelte, und die Tore des Reichs des Vergessens öffneten sich zwischen ihren Zähnen. Dann sprach sie: Ihr, der ihr nun der letzte meiner Anhänger seid, sagt mir, warum seid ihr noch und die anderen nicht mehr? Erneut zog ich meine Klinge, bot sie ihr an und sagte: Ich lebe, weil dieser hier tot ist. Ich existiere, weil ich es so will. Und ich werde so lange verweilen, wie es Zeichen meines Handwerks gibt, so wie das Blut, das von dieser Klinge tropft. Sie nahm mein Geschenk an, nickte und sagte: In der Tat, wenn euch das Blut in den Venen kocht und euch der Geist entflammt, während ihr das hier lest, dann werdet ihr von Boetia gerufen. In diesem Falle solltet ihr dem Ruf folgen. Findet sie auf dem Berg, der Windhelm überragt, trefft uns dort und lasst euch prüfen. Gut, ich habe schon gesehen, wir dürfen es nicht mitnehmen, wir dürfen es nur stehlen, und ich würde... Der hat so viele Bücher hier. Wir kommen darauf zurück. Ja, mein Freund, werf die Bücher nicht ins Feuer. Nicht zu nah an die Kerze stellen.
Wir kommen zurück. Ich bin so neugierig, was da überall steht. Ich dachte mit Boetia, das hätte etwas mehr auf sich. Ich habe da irgendwie eine Erinnerung dran. Wahrscheinlich bekommen wir das Buch irgendwann nochmal geschenkt oder finden es irgendwo. Ich erinnere mich daran, dass wir es sehr lange im Inventar hatten. Das Bild sagt mir. Das sagt mir was. Liebe Welt da draußen, die Folge ist am Ende. Wir sehen gar nichts mehr. Was sollen wir denn hier draußen? Kalt wird es auch noch sein. Nun, ein Feuer können wir nicht machen. Alles ist voller Eis. Unten können wir auch nicht schlafen. Das wird aber gut gemacht unten. Eine Sekunde mal. Die Fackel bringt rein gar nichts. Was soll denn das? Doch, die Fackel bringt ein bisschen was. Aber nicht sehr viel. Ist das Wasser? Ist das Eis? Hey, was ist das für eine Fackel? Die sollte das erleuchten. Moment. Wir haben doch hier was. Hm, 6. Okay, auf 6. Nein, ich habe doch 6 gedrückt. Oh nein. Wo ist die 6? Anwand. Oh nein. Hoppla. Magierlicht. Oh, das war's schon. Nur das könnte jetzt aber Jahre dauern, bis wir hier durch sind. Nein, nur eine Nacht. Sobald es hell wird, sehen wir ja wieder was. Land in Sicht. Sehr schön. Aber was habe ich gerade gesagt? Oh nein, ist das dunkel. Warum ist das auf einmal wieder so dunkel? Wir haben doch alles rausgenommen, was das verdunkelt hier. Moment mal. Leuchtest du nicht? Wir waren selten in der Dunkelheit unterwegs. Da haben wir vergessen, wie dunkel das hier ist. Und das ist mir zu dunkel. Ist das ein guter Platz für ein Zelt hier? Ist das Wasser, Eis oder ist das Schnee? Da läuft der Riese. Nun, wir werden uns in der nächsten Folge entscheiden, in der Nähe einen Zeltplatz aufzubauen. Naja, wir werden irgendwann mal hierher kommen, aber das ist kein guter Platz, glaube ich, dort. Ja, danke, liebe Welt da draußen. Danke für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Wir brauchen ein Zauberwort, oder? Dunkelheit. Das ist das Zauberwort. Hashtag Dunkelheit. Schreibt es in die Kommentare, dann freue ich mich. Ich freue mich auch so über alle anderen Kommentare, aber da weiß ich dann Bescheid. Dunkelheit ist das Zauberwort. Daumen hoch für euch. Macht's gut und ich sehe nichts. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir hauen hier noch ab.